Hallöchen, willkommen zu Vorschau-Reise in einem Streifenwagen. Ja, ein Update kam raus und ja, das enthält den Ford Crown Victoria Polizei Interceptor, ungefähr wie ihn auch aus GTA kennen. Und ja, den kann man hier tunen, den kann man normal tunen, wenn man will, aber auch halt, wenn man Bock hat, ihn zu einem Polizeiwagen machen, so wie ich hier. Und da öffnen sich ja ganz neue Sachen für unsere zukünftigen Online-Events. Da können wir richtig schön Cops and Robbers auch spielen und sowas. Das wird bestimmt interessant. Hör mal, Driften ist hier aber nicht erlaubt, ne? Also penetrant. Penetrant, der ist aber im Geistmodus. Das bringt mir nichts. Der hat so eine schlechte Leitung. Der macht hier voll die Faxen, aber ich glaube, er hat es begriffen. Ja, immer brav Auto fahren hier, ne? Und nicht in den Gegenverkehr, Freundchen. Das ist schon eine geile Sache hier mit dem Polizeiwagen. Das Ding hat auch ordentlich Wumms, der kann bis zu 375 ungetuned, also ja, ganz normal getuned, eher gesagt. Ich habe jetzt Allradantrieb reingebaut, da kann er 344, habe ich jetzt aber noch nicht optimiert, also da kann man noch fummeln und fummeln und fummeln, wie man Bock hat. Ah, aber das sieht ja schon ganz gut aus. Blöd ist leider nur, man kann keine Sirene einschalten, also es gibt da keinen Soundeffekt für und die Sirene, die blinkt jetzt auch die ganze Zeit, die geht nicht aus. Ich hoffe, das patchen die noch, weil auf der Konsole zum Beispiel ist der linke Stick noch gar nicht belegt. Da kannst du draufdrücken, da passiert nichts. Da könnten sie eigentlich machen, dass man die Sirene ein- und ausschaltet, das Licht. Und dann vielleicht noch eine Hupe einführen, die wie eine Sirene klingt durchgehend. Das wäre doch ganz einfach. Ihr hört jetzt Leute von der Lobby übrigens ein bisschen im Hintergrund, weil ich kein Headset dran habe hier. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich wollte euch gerade mal zeigen, was ihr denn da so machen könnt an dem Ding. Optisch, Geschwindigkeit und so weiter ist egal. Fell könnt ihr auch wechseln, habe ich jetzt aber normal gelassen. So, ihr könnt hier vorne halt diesen Bügel dran machen oder abmachen oder halt die normale Forcer-Schürze. Die sieht eigentlich auch ganz nett aus. Aber ich lasse den mal so. Ja, da kann man hier einen Spoiler dran knallen, ne? Und wie gesagt, bei den Motorhauben haben wir halt hier die Sirene dabei. Zack, dann an der Seite haben wir auch diese Suchscheinwerfer jetzt an den Außenspiegel noch. Die kann man aber abmachen. Ja, und dann halt hier nur die Suchscheinwerfer oder gar nichts original, ne? Ich habe jetzt in dem Fall beides dran gemacht. Also, das ist eigentlich auch schon alles. Ja, wie gesagt, Umbauten, Turbolader, dies, das. Ich habe jetzt hier den 5,8 Liter V8 reingehauen, Allradantrieb und ein Turbo drauf. Damit dann zumindest mit einem Budings kann er jetzt vielleicht nicht mithalten, mit einem Regera oder sowas. Alles, was über 350 fährt, weit über 350 fährt dem Ding hier davon. Aber da muss man dann halt, ne, falls man sowas macht, mal mit so einer Hochgeschwindigkeitsjagd, da muss man halt mit Straßensperren arbeiten und so weiter. Also ich glaube, da steckt eine Menge Potenzial in dem Update. Also mehr habe ich jetzt aber auch noch nicht gesehen. Hallo. Und ja, weiß nicht. Hier meine BMW-Sammelsurium. Ich habe übrigens ein paar E36er dazu bekommen. Ne? Man sieht, die Reihe geht noch bis zur Seite. Ich habe mir mein Traumauto hier halt, ne, ein paar Mal besorgt. Nur ein X7 kriege ich momentan nicht, aber naja. Und ja, ich wollte euch mal zeigen, was voll lustig ist. Irgendwie. Was bei mir richtig krass abgeht. Ist mein Shop ist voll am eskalieren. Ich bin hier mittlerweile bei Horizon als Elite-Lackierer gelistet. Da sieht man, mir fehlt nur noch ein Stern, dann bin ich legendär, bin ich eine Lackierlegende. Ja. Guck mal, schon fast 5000 Mal wurden meine Designs gedownloadet und dies und das und jenes und Käsebrot und Akmak, Balarak. Und vor allem, was ich dafür an Geld bekomme, ist so heftig. Ne? Schichtendesign. Hier zum Beispiel 53.000. Da gestern 93.000, 40.000 für die Tunings da wieder. Und hier einen Tag habe ich sogar 749.000 einfach so bekommen, weil meine Designs so oft gedownloadet werden. Richtig geil. Auch ihr könnt gerne mal in meinem Shop vorbeischauen. Ich werde da jetzt bald auch mal ein paar Slay Massive Designs hinzufügen. Ein paar sind schon da. Aber ja, da kommen auf jeden Fall noch ein paar. So, gucken wir mal, ob hier irgendeiner Unsinn macht. Ich dachte mir, ich crash hier mal ein bisschen rum.
Den sollten wir mal überprüfen. Ich bin Polizei, ich darf langfahren, wo ich will. Wo führt eigentlich... Der hat richtig schlechte Bremsen. Ah, okay. Ich glaube, der da... macht Faxen, der fährt wohl Rennen. Fährt auf jeden Fall zu schnell, wie es aussieht. Den knall ich weg. Alter. Ich glaube, es hackt im Hackepeter, ne? Wo ist denn der? Also ein bisschen Speed hat der Wagen auf jeden Fall. Ob er seine 344 hier mal locker flockig erreicht, ist halt eine andere Frage. Oh, er fährt ins Horizon oder was? Da bin ich nicht zuständig. Ich bin der psychopathische Allradbulle. Ich fahr selber viel zu schnell hier überall. Also wenn man Cops and Robbers spielt, dann stellt man sich entweder Polizeimodus-like geheim in die Ecke, ja, wie ein Arschloch und blitzt. Ja, direkt an dem Blitzer am besten, ne? So, und hier fahr natürlich ganz normal in den Kreisverkehr. Der da fährt ein bisschen über die Spur, naja. Ich bin der schnellste Bulle in Australien. Was sehen meine entzündeten Polizeiaugen da links? Ich glaube, er hackt. Naja, komm. Haben wir hier nicht irgendwo einen Donutladen? Fahren Sie Ihre Geschwindigkeit runter, Hämmer! Kann's das sein? Ja, ist es denn die Möglichkeit? Ja, ist es denn wahr? Ich will mitdriften. Oder was? Die sind immer alle im Geistmodus, das ist voll der Scheiß, das kann man gar nicht richtig machen dann. Ich weiß nicht, ob es an meiner Leitung liegt oder an deren. Na, was geht? Ich glaube, ich muss hier mal... Ah, ich brauche Verstärkung, Hilfe! Ich kann die nicht alle auf einmal anhalten, das sind so viele! Wenn ich alleine hier bin, dann fange ich an mitzudriften. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nein! Ich will nicht! 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 Verstärkung! Verstärkung! Haben sie ein bisschen fatzkisch gemacht hier, ne? Echo 49, wir haben ein Problem. Ich glaube, mein Motor ist kaputt. Ich habe eine brutale Alibaum gebaut. Diese Subaru-Fahrer hat sich ergeben. Ich schreibe auf Strafzettel 5000 Credits. Ja, 5000 Credits Strafe. Sie dürfen dann weiterfahren und sie fahren zu Deutsch TÜV. Oh, ich habe ihn zu TÜV gebeamt. Ja, 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 ja. Polizei! Polizei, stopp! Ah, ich hätte mein Headset anmachen sollen. Ah, Skyline! Skyline! Sie haben verstoßen gegen Tuning-Gesetz. Ihr Auto ist aus Deutschland importiert, erst aus Japan und dann ist keine TÜV. Ich glaube, ich spinne.
Ja, gucken Sie, er ist aus einer anderen Dimension. Er ruckelt durch die Gegend wie eine Fisch. Ich mein, ich muss zurück zur Einsatzzentrale. Hilfe! Ah! Ich halte euch auf! Ja! Komm! Das gibt Strafzettel. Breitbau ist verboten. Ah, zu tief, zu breit, zu laut. Deine Fellen könnten die Menschen aufschlitzen, Junge. TÜV tief, TÜV, 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 TÜV. Strafe, Strafe. So, ich bin ein guter Bulle. Hör mal, hey, bist du wieder auf die Flucht hier oder was? Oder ein... Zentrale, ich habe keine Kontrolle. Ihr Auto ist zu schnell, was sie mir gegeben haben. Oh mein Gott. Fallout-Syndrom. Fallout-Syndrom. Wasteland. Oh nein. Hilfe. Ich verliere Kontrolle. Oh nein, ich glaube, ich gehe baden. Nein, ich fahre gegen einen Baum. Oh mein Gott. Scheiß die Wand an Zentrale. Ich brauche Verstärkung. Ich brauche Mitspieler. Slay Massive. Wo seid ihr? Hilfe. Und so wurde aus der Polizei der Brückentroll von... Wie heißt der Ort nochmal? Byron Bay, der Byron Bay Troll. Okay, Leute, genug da Spaß hin oder her. Jetzt mal wieder Normalmodus. Ich bin ein bisschen im Spiel versunken gerade. Ich habe richtig Spaß irgendwie mit so Polizeiautos. Ja, ein paar Spieler machen sogar ein bisschen mit. Ne? Problem ist nur, dass die ziemlich am Ruckeln sind. Keine Ahnung, ob es an meiner Leitung liegt oder so. Also, aber ich, keine Sorge, ich bin im Moment dran am Arbeiten. Ich kriege jetzt vielleicht eine 200.000er Leitung. Mit 10 MB Upload und so, vielleicht ist dann alles besser. Muss mal gucken. Mein Router ist, glaube ich, auch ein bisschen kaputt. Ich bin da dran am Arbeiten. Der Polizeibrückentroll meldet sich erstmal ab vom Dienst. Ich mache Feierabend. Hoffe, wir können bald mal zusammen hier ein bisschen für Ordnung sorgen auf den Servern. Vielleicht auch untereinander machen wir Cops and Robbers dann ein bisschen. 6 Bullen, 6 Räuber. Wie auch immer oder anders. Je nachdem, wie viele dann da sind. Wenn ihr Bock habt, einfach mal in die Kommentare ausschreiben. Und immer schön auf den Aktivitäten-Feed bei Xbox achten, ne, falls ich da mal poste, dass wir dann hier zusammen Horizon spielen. Heute übrigens, 5.10., werde ich ein bisschen GTA aufnehmen wollen. Und wenn da jemand Bock hat, dann kann er gerne mitmachen. Könnt ihr auch auf den Aktivitäten-Feed achten. Ich werde dann da posten, für die, die jetzt fragen, was meint der? Hier, ganz klar, hier, hier seht ihr, hier sind ja immer so Aktivitäten, wer was macht, dies, das, bla, bla, bla. Ne, wie gesagt, dann... Können wir uns hier heute bei Grand Theft hier Auto treffen, ein bisschen biken. Wenn ihr Bock habt, einfach mal drauf achten oder mir eine Nachricht schreiben bei Xbox. Und wie gesagt, bei Horizon machen wir dann hier bald mal ein bisschen Action, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, Geschwindigkeitszonen beachten, Breitbau bitte entfernen, Auto höher legen, Felgen nicht zu breit machen. Auspuff, bitte Serie, damit er nicht zu laut ist, ja, und dann kommen wir auch alle wunderbar klar, Polizei und Tuner, ja, wie gesagt, also kein Breitbau, nichts, ne, Fahrt, Serie, nur Original ist legal, also dann, bis zum nächsten, Officer Onkel meldet sich ab, ich meinte, Byron Bay Troll Org meldet sich ab, auf Wiedersehen!